Es hat sich herausgestellt, dass Krabben die am meisten gehassten Tiere im Internet sind. Aber warum? Das ist die Weihnachtsinsel, ein Ort, an dem schreckliche Dinge passieren. Auf diesem kleinen Stück Land mit einer Fläche von nur 134 Quadratkilometern leben zwei gefährdete Arten von Meeresschildkröten, nämlich die Schuppenschildkröte und die echte Karettschildkröte, zusammen mit mehr als 20 Krabbenarten. Aber diese Nachbarn kommen nicht gerade gut miteinander aus. Sobald die Babyschildkröten aus den Eiern schlüpfen, stürzen sie sich sofort ins Wasser. Zu diesem Zeitpunkt sind sie am meisten gefährdet. Die Krabben verstecken sich im Sand und greifen jeden an, der an ihnen vorbeikrabbelt. Ihre riesigen Beißzangen lassen den Schildkröten einfach keine Chance. Sie enden als Snack für die Krabben, die ihre Beute oft bei lebendigem Leib verspeisen und eine Vorliebe für Augäpfel haben. Also, jetzt fange ich an zu verstehen, warum das Internet so auf sie reagiert. Aber das Schlimmste ist, dass das nicht nur auf den Weihnachtsinseln passiert. Es sieht so aus, als ob Krabben auf der ganzen Welt bereit sind, Babyschildkröten anzugreifen. Und das nur, weil sie leichte Beute sind. Und selbst wenn die Babys das Wasser erreichen, heißt das noch lange nicht, dass sie in Sicherheit sind. Die Flutwellen treiben die Schildkröten oft zurück ans Ufer. Und wohin? Nun, die Krabben freuen sich, sie zu treffen, auch wenn die Begegnung ihre letzte sein wird. Es gibt sogar einige Statistiken, die besagen, dass Geisterkrabben weltweit als die größten Räuber von Meeresschildkröteneiern bekannt sind. Es gibt zwar nicht viele genaue Daten dazu, aber wir können aus der Tatsache, dass Geisterkrabben an den Stränden, an denen Schildkröten nisten, stark vertreten sind und auch aus ihren Geschmacksvorlieben gewisse Schlüsse ziehen. Aber wir sehen dem Offensichtlichen ins Auge. Eine neugeborene Schildkröte zu sein, ist im Grunde so, als ob man das schwerste Level in einem Spiel wählt und das Tutorial überspringt. Deine Mutter überlässt dich deinem Schicksal. Erst schlüpfst du ohne Hilfe aus dem Ei, dann gräbst du dich aus dem Sand und krabbelst auf den hellsten Punkt zu. Wenn du davon ausgehst, dass es das Licht ist, das vom Meer reflektiert wird, könnte es aber auch eine Laterne an der Küste sein. Im besten Fall verirrst du dich einfach, im schlimmsten Fall endest du als Abendessen für eine Katze, eine Krabbe oder eine Möwe. Die Zahl der Raubtiere, die gerne kleine Schildkröten fressen, ist einfach riesig und es gibt auch genug von ihnen im Meer. Nach manchen Schätzungen schaffen es nur 1% der Schildkröten bis zum Erwachsenenalter. Aber wenn das der Fall ist, können die Glücklichen mehr als ein Jahrhundert lang im Meer herumschwimmen. Heißt das, dass Krabben die Schildkröten in Ruhe lassen, wenn sie erwachsen sind? Ha, nein, so sind die Krabben nicht drauf. Zumindest interessieren sie sich nicht mehr allzu sehr für die Augäpfel der Schildkröten. Auf jeden Fall hat das keine Priorität. Sie nutzen sie als Flugzeuge? Krabben sind zu klein, um lange Strecken alleine zurückzulegen, aber anscheinend wollen sie trotzdem reisen. Also mussten sie kreativ werden. Krabben heften sich an Baumstämme, Schiffslöcher, Seekühe, Plastikmüll oder auch die Schildkröten. Schwimmen alleine reicht jedoch nicht aus. Krabben sind auf der Suche nach einem abgelegenen Ort, an dem sie einen Partner finden und sich paaren können. Im Falle der Schildkröte ist es ein kleiner Bereich zwischen dem Schwanz und ihrem Panzer. Normalerweise ist dieser Platz perfekt für ein Krabbenpärchen. Daher könnten wir eigentlich sagen, dass Schildkröten die Monogamie unter Krabben fördern. Ohne Schildkröten wechseln sie gerne ihre Partner. Diese winzigen Krabben sind eigentlich recht friedlich. Wenn du ein echtes Monster sehen willst, solltest du dir die blaue Krabbe ansehen. Kein Tier kann es mit ihrer Aggressivität aufnehmen. Das sagen jedenfalls die Leute, die oft auf diese blauen Krabben treffen. Eigentlich sind die Krabben aber nicht aggressiv gegenüber Menschen. Sie verstecken sich lieber, wenn wir in die Nähe kommen. Aber sobald sie ins Netz geraten, sich in einem Eimer oder einem Boot befinden, werden sie aktiv und zerstören alles. Jedes Zwicken tut nicht nur weh, sondern schädigt und infiziert die Haut. Ihre Scheren sind spitz, sodass sie wie eine bakterielle Infektion wirken. Menschen, die mit blauen Krabben zu tun haben, versuchen immer ein Antibiotikum zur Hand zu haben. Und natürlich hinterlassen solche Angriffe auch Narben auf der Haut. Die Scheren der blauen Krabben sind wie verdammt scharfe Drahtschneider. Und glaub nicht, dass Blaukrabben ihre Aggressionen nur an Menschen auslassen. Sie sind genauso bereit, ihre Artgenossen anzugreifen. Zum Beispiel die Fiedlerkrebse. Blaukrabben fressen sie. Ich meine das ernst. Diese schlauen Krabben haben einen Weg gefunden, bei Ebbe zu jagen. Obwohl sie normalerweise nicht an Land jagen, graben sie sich in dem Schlamm ein und bilden flache, wassergefüllte Tümpel, in denen sie liegen und lauern. Ahnungslose Krabben, die nach der Ebbe auf Nahrungssuche sind und zu nahe kommen, laufen Gefahr, überall gefressen zu werden. Wenn das passiert, werden sie zum Abendessen. Und das ist nicht einmal die einzige Jagdstrategie, die wir kennen. Blaukrabben sind dafür bekannt, dass sie sich aus dem Wasser stürzen, um Fiedlerkrebse zu packen, zu verschleppen und sie später zu zerlegen und essen. Weißt du, was Wissenschaftler sagen, wenn du ein totes Krustentier in ein Aquarium mit seinen lebenden Brüdern setzt? Guten Appetit! Einerseits ist das nichts Neues. Vielen Tieren macht es nichts aus, die toten Mitglieder ihrer eigenen Art zu fressen und sie schämen sich auch nicht dafür. Schließlich braucht ein totes Tier zum Beispiel kaum noch seine Gliedmaßen und in der Wildnis kann man zu einem Snack nicht Nein sagen.
Aber wenn ein totes Lebewesen deiner Art in der Nähe ist, muss derjenige, der es getötet hat, auch in der Nähe sein. Kannibalismus geht also Hand in Hand mit maximaler Vorsicht. Aber nicht, wenn es um bestimmte Einsiedlerkrebse geht. Wissenschaftler haben einige Experimente durchgeführt und herausgefunden, dass Einsiedlerkrebse, sobald die Überreste ihres toten Verwandten im Wasser auftauchen, nach Tod riechen. Die Einsiedlerkrebse beginnen sofort nach der Quelle des Geruchs zu suchen. Anstatt sich zu verstecken, um einem Raubtier in der Nähe zu entgehen, suchen sie fast immer begeistert nach den Kadavern anderer Einsiedlerkrebse und fressen sie fröhlich auf. Nun ja, also ein solches Verhalten bedeutet nicht, dass wir es hier mit bösartigen Kannibalen zu tun haben. Wahrscheinlich liegt es an der Lebensweise der Einsiedlerkrebse und ihrem ständigen Kampf um Muscheln. Sie sterben viel häufiger im Kampf gegeneinander als gegen Raubtiere, was bedeutet, dass derjenige, der nach Tod riecht, sich nicht besonders wehren wird. Vielleicht gibt es sogar eine Chance, ein neues Haus umsonst zu bekommen. Aber weißt du, wie eine Kreatur, die scheinbar aus den Albträumen von jemandem herausgekrochen ist, aussieht? Eine Kokosnusskrabbe. Zunächst einmal ist dieses Krustentier wirklich gigantisch. Sie wiegt bis zu 4 Kilogramm und hat eine Beinspannweite von bis zu 1 Meter. Außerdem ist sie ein wirklich starkes Tier, das Gegenstände mit dem Gewicht eines 10-jährigen Kindes heben kann. Ehrlich gesagt, wenn eine solche Kreatur auf mich zustürmen würde, würde ich schreiend auf einen Baum klettern. Aber das hätte nichts gebracht, denn Kokosnusskrabben sind wirklich gut im Klettern. Es gibt Fälle, in denen sie auf Bäume klettern, um in Vogelnester zu gelangen. Nein, nicht einmal um die Eier zu essen. Sie haben sich auf die Vögel gestürzt. Einmal hat eine Kokosnusskrabbe einem Vogel den Flügel gebrochen, ihn aus dem Nest geschubst, ist dann heruntergeklettert und hat den zweiten Flügel gebrochen. Zu guter Letzt haben sich noch andere Kokosnusskrabben der Party angeschlossen. Und naja, du kannst dir vorstellen, es war eine Szene aus einem Horrorfilm. Also, Kokosnusskrabben jagen größere Vögel, Ratten und Mitglieder ihrer eigenen Art, weil... nun ja, warum nicht? Sie greifen im Dunkeln an und schnappen sich ahnungslose Beute, die ihnen zu nahe kommt. Es gibt Berichte über Kokosnusskrabben, die Hühner und sogar Katzen überfallen haben. Das Internet wird ihnen das nie verzeihen. Und wenn man bedenkt, dass diese Art bis zu 60 Jahre alt werden kann, kannst du dir vorstellen, wie viele verschiedene Lebewesen ihre Beute werden. Und vergiss nicht, wie kraftvoll die Kokosnusskrabben ihre Beißzangen einsetzen können. Sie benutzen sie, um Kokosnüsse zu knacken, um sich dann an ihrem Kokosnussfleisch zu laben. Hast du schon mal versucht, eine Kokosnuss ohne Werkzeug zu knacken? Das ist gar nicht so einfach. Wissenschaftler haben geschätzt, dass die Zangen einer durchschnittlichen Kokosnusskrabbe eine Kraft von etwas mehr als 765 Newton erzeugen können. Zum Vergleich, die maximale Bisskraft eines Menschen liegt bei 113 Newton. Ja, der Unterschied scheint vielleicht nicht so groß zu sein, aber die Kraft der Kokosnusskrabbe steigt auch mit ihrer Größe. Wenn das Tier sein Maximalgewicht von 4 Kilogramm erreicht, beträgt die Kraft seiner Beißzange 3300 Newton. Das ist eine ganze Menge. Und das Schlimmste ist, dass die Kokosnusskrabben vielleicht der Grund sind, warum wir nichts über das Schicksal von Amelia Earhart wissen. Sie war die erste Pilotin, die über den Atlantik geflogen ist, hat eine Reihe von Büchern geschrieben und galt allgemein als sehr berühmt. Earhart wurde bei ihrem Versuch, die Welt zu umrunden, vermisst und die Umstände ihres Todes sind immer noch unbekannt. Wahrscheinlich ist sie einfach im Pazifik ertrunken. Es gibt aber noch einige andere, ziemlich gruselige Theorien. 1940 entdeckten Forscher auf der Nikumaroro-Insel ein Skelettfragment, das auf die Beschreibung von Amelia Earhart passte. Vielleicht ist sie oder ihr toter Körper auf dieser Insel gelandet. Was auch immer es war, sie könnte von Kokosnusskrabben entdeckt worden sein. Und dann, nun, sie haben sie gefressen. Um diese Theorie zu testen, führten Forscher 2007 ein Experiment mit einem Schweinekadaver durch. Und die Kokosnusskrabben verzehrten das Fleisch sehr schnell. Sie zogen sogar die Knochen auseinander. Das heißt, Earhart könnte tatsächlich diesen Kreaturen zum Opfer gefallen sein. Jetzt stell dir vor, was passieren würde, wenn die Kokosnusskrabben bewaffnet wären. Kyle King zeltete auf einer unbewohnten Insel in Jamaika. Doch plötzlich wurde er gegen 2 Uhr nachts von einem kratzenden Geräusch in der Nähe seines Zeltes geweckt. Was dann der Mann dort sah, war ein wenig beunruhigend. Eine Kokosnusskrabbe fand ein Steakmesser in seiner Tasche, schnappte es sich und versuchte, mit einem Messer zu entkommen. Ein Steakmesser? Bin ich denn der Einzige, der das beängstigend findet? Ganz ehrlich? Naja, wir hatten jedoch alle Glück, denn dieses Kerlchen wurde rechtzeitig entdeckt.